Die Ausschreitungen beim G20 in Hamburg waren enorm. Nun erhofft sich die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung neue Informationen über die Krawallmacher. Die Soko, Schwarzer Block, führt 3000 Ermittlungsverfahren. Quelle: Markus Scholz, Deutsche Presseagentur. Gut 5 Monate nach dem G20-Gipfel in Hamburg wollen Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer Öffentlichkeitsfahndung beginnen. Es sollen Fotos und Videosequenzen veröffentlicht werden, auf denen mutmaßliche Gewalttäter zu erkennen sind. Die Polizei schätzt, dass vom 6. bis zum 8. Juli 5000 bis 6000 Täter aktiv waren. Die Aufnahmen seien nach 5 Tatkomplexen geordnet worden, beispielsweise nach Plünderungen oder dem Tatort Elbchaussee, sagte Polizeisprecher Timo Zill.